Wir sind hier am Pizzol Open 2011. Vor uns die erfolgreichen Scheirichter. Einerseits rechter Hand hier der Paul Gaduff, aber auch der Enrico Bachmann. Und aussen die zwei glücklichen Sieger. Der Dino Balestra von Savonin. Und hier rechts der Dave Amrein. Sie haben gewonnen heute. Die grosse Frage zuerst an Sieger von der Brown Swiss Rinder, Dino Balestra. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin der Dino Balestra, komme aus Savonin, arbeite seit 3 Jahren am Planthof. Meine Leidenschaft ist Viehzucht. Heute ist mir einer der grössten Erfolge bis jetzt gelungen mit der Champion Safira, den ich erst kürzlich gekauft habe. Wenn wir gerade kurz den Richter von dieser Championwahl, der Enrico Bachmann, fragen, was er zu der Julen Safira meint. Ja, es ist natürlich ein Tier, das bezüglich Ausgleichenheit, Harmonie, Eleganz, wie sie sich bewegt, absolut stärkste Ring ist auf dem Platz. Zudem ist sie sehr komplett in allen Teilen und ich glaube, es ist doch eine würdige Siegerin, und wenn es am Schluss auch sehr eng geworden ist. Du hast es jetzt angetönt, eine sehr enge Entscheidung am Schluss vor der Alingi Ria von Badger Walter und Ezio Petrini. Kannst du kurz sagen, was da der Entscheid gab zwischen diesen zwei Spitzentieren, wenn man das so sagen darf? Für mich hat sie, Champion, ihr Sprunggelenkswinkel noch kleine Vorteile. Und zudem zeigt sie auch im Brustkorb noch ein bisschen mehr Qualitäten. Sie zeigt ein bisschen mehr Brust. Dino Balestra, sind wir gespannt, was aus ihr wird. Mit was ist sie geführt? Sie trägt seit Februar mit Jet. Wo hast du sie im Moment eingestellt, wenn du im Planthof arbeitest? Sie ist momentan eingestellt beim Jan Salzgeber in Partan. Dann gehen wir rechter Hand zum Sieger vom Original Brünfee, Milton Montana. Wir haben zweiten Rang hier. Langsam fährt es auf den Wind. Dave, kannst du kurz sagen, wie du dich jetzt hier wieder fühlst? Wieder einmal mehr abgeräumt, oder? Ja, wieder einmal Glück gehabt. Es ist alles gut gelaufen. Ich denke, es ist wieder ein super Gefühl. Noch letztes Jahr haben wir gedacht, wir können es nicht mehr toppen. Heuer wieder genau gleich. Zwei Abteilungssieg, Menschen und Champion. Das ist sicher wieder ein Riesenerfolg für uns. Ein Riesenerfolg. Ja. Ein bisschen tief stapeln durch den Dave. Wir haben gerade am besten den Richter fragen, was er meint. Der Paul Gaduff, Champion-Wahl gemacht beim Original Brünfee. Was er meint zur Milton Montana? Die Milton Montana verkörpert aus meiner Sicht sehr ideal. Der OB-Zuchtziel, sie zeigt sehr viel Masse, sie ist schwer, zeigt Fleisch, aber gleich ist sie dazu elegant, sie hat viel Ausstrahlung und vor allem auch in der Beine ist sie sehr fein, sehr trocken. Also sehr ein Tier, das sehr dem Zuchtziel vom Original-Brunfi-Tier näher kommt. Enrico Bachmann, du bist zuerst mal da Richter am Pizzol Open gewesen. Du hast ja kurz ein bisschen gesagt, was du das Gefühl hast zu dieser Ausstellung. Kennst du das den Leuten, die daheim geblieben sind, vielleicht kurz noch sagen, was du von diesem Pizzol Open haltest? Ja, erstens ist da hervorragende Ambiance bei schönem Wetter zwischen den Bergen stehen. Wir haben, glaube ich, das Wetterglück gehabt heute. Zudem hat es hervorragende Rinder da gehabt. Absolute Spitzenrinder, glaube ich, wo man wirklich darf sagen, wo vorher da sehr enge Entscheidungen gegeben hat. Das ist sicher ja, eine super Ausstellung gewesen. Gut, den glücklichen Richter und Aussteller herzliche Gratulation.